Da weiter hoch? Okay. Wenn wir da weiter hoch sollen, dann sammle ich aber doch noch den ganzen Rest hier ein. Warum ist da... Contringo! Keine Ahnung, das war wohl nötig. Revelio! Bin gleich wieder da, du musst nicht mitkommen. Vorsicht, Sebastian. Oh. Ah, ach so. Deshalb. Das würde ich mir an seiner Stelle aber auch denken. Alter, was machen wir denn jetzt hier? Der Plan. Ich bin schneller als du. Okay. Revelio. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Komm mal klar, Sebastian, Alter. Revelio. Eine Überheblichkeit über anderen Zauberwesen kannst du dir echt sparen. Wie genau kommen wir hier hoch? Ah, also, okay. Kannst du auch so klettern wie ich? Der tötet doch gleich noch einen Kobold mit Avada Kedavra. Ich sehe es doch schon kommen. Hallo! Wer ist da? Schön, dass du mal vorbeikommst. Bin ich auch. Die sind beide runtergefallen. Die sind gestolpert. Revelio! Also, hier ist nichts mehr. Dann weiter. Oh. Aha. Was ist das? Teufelsschlinge, okay. Ja. Macht mir doch nicht so eine Panik mit der Musik. Lumos. Oh, Sebastian ist auf einmal so laut in meinem linken Ohr. Oh. Who are you? Lumos. Oh, ich stehe auf ihm drauf. Sehr geehrte Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran,
dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierung in Azkaban ist. Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zaubereiministerium. Was soll ich jetzt davon halten? Dass er tot ist? Hat er wirklich versucht, Basilisken zu züchten? Ist er von einem Basilisken getötet worden? Man weiß es nicht. So. Ganz richtig. Nur ein Todeszauberer. Der Zauberer Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Okay. Warten! Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt vorzupreschen könnte alles zunichte machen. Lord Gorg meinte... Ach, dein Koboldfreund. Ach, hör eifersüchtig oder was? Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht deine Feindin. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lord Gorg weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Oh, wird sein Liebesgeständnis? Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das letzte Stück des Triptychons finden wollen. Okay, er meinte wohl... In Ordnung. Er meinte wohl nicht diese Art von überwältigenden Gefühlen. Ja. Revelio. Also da müssen wir rein, aber hast du auch noch was? Nicht irgendwie ZX-Karte ändern. Oh, nee. Das wollte ich nicht. Ich dachte nur, ich kann das irgendwie drehen. So semi, aber das scheint ja dann auch das Ende der Karte zu sein. Das heißt, das Schatzgewölbe gucke ich mir natürlich noch an. Ja, dann müssen wir hier oben auch nicht mehr hin. Sehr gut, Sebastian. So. Revelio. Dann schauen wir mal.
Was? Oh, hör doch auf. Ich denke jedes Mal, jetzt kommt so eine Spinne. Ich habe echt ein Spinnentrauma durch das Spiel jetzt. Es ist sehr dunkel. Ist jetzt schon wieder. So weit, so gut. Charmant. Spinnen. Wie passend. Wieso sind es immer Spinnen? Contingo! Wenn wir unterwegs sind. Warum sind es immer Spinnen? Oh, ich sehe sie doch schon da hinten lauern. Da lauert doch eine. Revelio. Die Spinnen. Ja, ich sehe die doch. Ja, ich habe euch schon bemerkt, ja. Holy shit. Pass auf. Jetzt ist mal gut. Oh, was sind die denn so Akku? Hörst du auf? Ich bin schon wieder eingesponnen. Was hast du vor? Was ist die? Okay, die Spinne ist dumm. Die macht komische Sachen. Kriegt sich da nicht eingegraben. Okay. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Ah. Was? Okay. Kann man dir helfen? Contringo! Nö. Ist jetzt in ihrem Loop gefangen, da komme ich auch nicht dran. Revelio. Ich weiß nicht. Nee. Wieso sollte ich da hochklettern? Ah, hier. Contringo. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Okay. Entschuldigung. Brauchst du Hilfe? Oh, nö. Ich möchte da gerne etwas gegen machen. Das ist doch... Bitte. Spiel. Komm, das geht doch echt nicht hier. So, ist besser. Ja, es ist viel besser. Petrificus Totalus. Na gut. Haben auch bald alle Spinnen. Revelio. Ah.
Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Das weißt du doch gar nicht. Alter. Pass auf, die kommen gleich rausgegraben. Nervige kleine Biester, nicht wahr? Sowas von. Oh. 90%. Geil. Sehr, sehr gut. Es läuft, würde ich sagen. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Das ist echt ekelhaft immer. Revelio! Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Findest du? Oh. Contingo! Einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Mhm. Runen, ja. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Ach komm, jetzt haut doch ab. Mann, ey. Ja, ja, ich kenne die Runen. Frage ist, sind die alle schon im Spinnenleben befreit? Und hier ist noch eine Kiste. All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Ich würde sagen, das ist
Der Revelio-Zauber und die Karte. Darüber kann ich alles finden. Nein! Oh, scheiße. Ah, die fehlt. Contringo! Endlich können wir hier raus. Kommen wir denn da so dran? Oder kommen wir nach Kobolde? Was ist der, was passiert? Was ist das? Oh, Isidoras Tagebuch. Mir ist ein Durchbruch geglückt. Die Fähigkeiten, die ich mit meinen Lehrern verfeinert habe und die mir geholfen haben, solch schöne Säulen zu beschwören, werden in der delikaten Angelegenheit, der ich mich nun widmen werde, noch viel mehr vonnöten sein. Es fühlt sich etwa so an, als würde ich eine Erinnerung entfernen, aber der magische Vorgang ist ein völlig anderer. Als ich auch das leiseste Flüstern des Schmerzes gleich über dem Herzen aus meiner Brust sog, erschien ein dünner und flüchtiger Nebel, der sogleich begann, sich aufzulösen. Ich empfand eine Woge von Erleichterung, gerade so, als wüsste ich ganz genau, dass ich das Richtige tat. Nun frage ich mich, ob dieser Nebel nicht aufbewahrt werden könnte. Wenn wir Erinnerungen in einem Denkarium aufheben können, muss doch auch dieses Extrakt für genauere Untersuchungen aufbewahrt werden können. Hm. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Oh, jetzt bin ich wieder voll mit den Tränken. Alles klar. Oh. Ich denke, das heißt, uns erwartet ein größerer Kampf. Also es gibt auch keinen weiteren Tagebucheintrag hier, oder? Nee, offenbar nicht. Ja, wir schlittern doch jetzt in einen größeren Kampf rein. Schon wieder eine Akkumantula oder so. Ein Troll, okay. Das hast du ja toll gemacht. Das hast du toll gemacht. Ein Troll. Und Spinnen? Beides? Vorsicht! Oh, Sebastian kriegt auf die Fresse. Alles klar. Aua! Sag mal, ich liebe gerade. Oh, scheiße. Ich krieg auch eine Fresse hier. Oh, Gott. Contingo! Bombada! Contigo! Hilfe! Levioso! Incendio! Ringo! Contigo! Stupro! Incendio! Sag mal! Hör doch einmal auf! Zu spät. Was ist mit der Spinne? Okay, die ist tot. Contringo! Contringo! Levioso! Nee, dumm. Contringo! Nee, das bringt auch nichts. Scheiße, ich hab doch nichts gemacht.
bringt ebenso. Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Mhm. So sind Ron und Harry mit Hermine Freunde geworden. Was? Oh, wir müssen das alles reparieren einmal. Das sieht hier nicht mehr so gut aus. Aber was ist denn das jetzt hier? Ist auch noch was. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Mhm, allerdings. Ist ein Geheimnis, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Incendio! Tada! So läuft das nämlich mit den Truhen. Kannst du laut sagen. Revelio. Hm. Okay, wir können wohl nur hier rein. Wir erreichen den Vorsprung nicht, egal wie hoch wir springen. Ja, da ist ja kein Problem, kriegen wir hin. So, es war eine solche Freude, meinen Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen. Wir brauchen was Stabiles zum Draufstehen. Ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit alleine fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hm. Hast du was gefunden? Revelio, einen Tagebucheintrag. Isidora war hier. Hm. Lass diese Kiste an den richtigen Ort schweben. Ja, ja, mach ich schon. Wieso machst du das nicht? Mach doch selber. Revelio. Okay. Das führt uns immer weiter rein hier. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Welcher Anblick, genau? Okay, das ist ein bisschen weit. Rüber. Hier. Wingardium Leviosa. Gute Arbeit. Du überraschst mich immer wieder. Danke. Ich kann aber leider das nicht mehr tragen. Hm. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Welche? Revelio. Ach da, die, ja klar. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Ja, natürlich. Jetzt lass mich doch erstmal gucken.
Hier ist noch ein Tagebucheintrag. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt. Oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee. Sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Gute Nachricht? Naja. Dieser Tagebucheintrag klingt beunruhigend. In der Tat. Revelio. Incendio. Toll. Wieso kriegen wir so viele Mega-Power-Tränke? Das ist kein gutes Zeichen.